Hi, ich bin der Ule aus dem FT-Club in München fürs Functional Training Magazin. Heute wieder mit einem Mobilitätstipp für euch. Und zwar einem Mobilitätstipp fürs obere Sprunggelenk und eine Mobilisierung gleichzeitig mit einer aktiven Komponente für die Schienbeinmuskulatur. Schaut folgendermaßen aus: Ihr braucht irgendwie ein Pad oder so für euer Knie oder macht es einfach auf dem Boden. Das hintere Knie relativ nah an den vorderen Fuß, mit beiden Armen und ein bisschen Gewicht auf das vordere Knie aufstützen, langsam nach vorne gehen, so weit, dass die Ferse auf jeden Fall noch am Boden bleibt, und ein bisschen Gewicht aufs Knie bringen, sodass schon mal eine leichte Mobilisierung ist, wieder zurück, das Ganze ruhig ein paar Mal machen. Und wenn ihr da 2-3 Wiederholungen habt, mal vorne bleiben, versuchen den Boden nach unten wegzuschieben, sodass ihr ein bisschen Spannung aufbaut. Locker bleiben, versuchen ein bisschen weiter vorzugehen, ein bisschen nachzulassen. Wieder den Boden versuchen wegzuschieben, locker bleiben, ein Stück weiter vor. Und dann beim Zurückkommen dieses Mal versuchen, die Zehenspitzen so früh wie möglich vom Boden wegzuheben und nach oben anzuziehen. Und dann wieder vorzugehen bis zum Ende und wieder Boden wegdrücken. Halten, locker lassen, Stück nach vorne, wieder zurückkommen, anziehen und versuchen, die Spannung im Schienbein dann noch kurz zu halten. Vorgehen, Boden wegdrücken, immer so 3 Sekunden lang die Spannung halten, locker lassen, neue Range, wieder zurückgehen, Zehenspitzen mit anziehen. Das Ganze dann für so ungefähr 5 Wiederholungen pro Seite und auf beiden Seiten. Erstmal ein bisschen die Beweglichkeit vergrößern und dann durch das Anziehen der Zehenspitzen auch versuchen zu festigen und den Gegenspieler gleichzeitig zu stärken. Und das war der Tipp für heute. Vielen Dank fürs Anschauen und viel Spaß beim Ausprobieren.